Guten Abend. Na, da schaltet aber schnell was hoch. Ja, heute mal kein Aquarium im Hintergrund. Guten Abend. Ich wollte noch ein paar Sachen erzählen. Bevor morgen das große Event anfängt. Es ist gerade echt beim Abendbrot. Und habe mir halt so ein paar Nudeln gemacht. Ich muss mal eben hier meinen... wartet mal. Nicht mehr fixieren, damit ich eure Texte sehen kann. Hallo. Guten Abend. Kai, alles Gute noch nachträglich. Du hattest Geburtstag, habe ich gesehen. Ne? Hallo Michael, hallo Solveig. Ich war gerade auf TikTok gucken. Sandra war live eben auf TikTok. Nee, Christian, hi. Mir ist nicht langweilig. Ich wollte ein paar Sachen erzählen. Und nebenbei wollte ich Abendbrot essen, wenn es euch nicht stört. Erstmal herzlich willkommen, 28 Leute, doch schnell dabei. Hallo Sandra, hi. Fotos sind angekommen. Hab schon ein, zwei eingebaut. Und ja, warum streame ich? Ich habe gedacht, okay, ich sitze hier gerade so zu Hause, privat gerade. Hier ist mein Aquarium hier hinten, kennt ihr das? Da. Hallo Thomas, guten Abend. Genau, hier ist mein Privataquarium, was zu Hause steht. Mein 80er Cube, haben wir auch schon mal einen Stream drüber gemacht. Hallo Christian, guten Abend. Und ja, morgen haben wir ja den großen Stream. Ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Wir morgen nochmal mit Claude. Es sind aber noch weitere Streams geplant, also auch mal ohne Claude. Noch ein paar Gast oder Gäste werden wir einladen. Es wird auf jeden Fall auf Twitch noch Streams geben. Und ja, auch ihr könnt, wenn ihr Bock habt oder was zu erzählen habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Wir können auch gerne mal so einen Duett-Stream machen. Hallo Raphael. Raphael, gut, dass du da bist. Wir haben heute, was hast du vor? Also heute haben wir Fauna Marine bekommen, Raphael. Das Balling Lightset ist eingetroffen. Und wir haben die neuen ICP-Totaltests jetzt vorrätig. Sind wir, glaube ich, mit der Erste. Die sind heute auch gekommen. Könnt ihr auf meiner Seite schon finden. Da haben wir jetzt über 95, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten des Testens. Salzgehalt, KH, ich weiß nicht, was noch alles. Osmosewasser ist kostenlos mit dabei. Und viele andere Sachen. Ich habe natürlich nicht Mengen. Ich habe einfach so bestellt bei Fauna Marine und dachte so, Mensch, schreibt doch mal einfach drunter, wenn ihr habt, packt mir die ICP-Totaltests dazu. Und ich habe halt nur 6 geordert, das heißt, ich habe 6 Stück. 2 sind schon vorbestellt worden. Hallo Andreas, Nabend. Habe also noch 4 Stück da liegen. Muss natürlich dann überlegen, wenn das jetzt so gefragt ist, dass ich nochmal welche nachbestelle. 35,10 € kosten die bei uns. Der empfohlene VK ist 38 € ein paar kaputte, aber ihr kriegt ja bei mir diesen Vorteilsrabatt von 10%, weil wir ja mit Fauna Marine sehr viel machen, wie ihr wisst. Neben Tropic Marine und so. Haben wir da halt ein bisschen mehr mit Fauna am Start. Hallo Ingo, guten Abend. Ja, und Kai, morgen Abend haben wir ja unser Event-Stream. 19.30 Uhr geht's los mit Claude Schumacher. Da geht das von Aquaristik A bis Z für Einsteiger. Oder wenn ihr gerade mal vorhabt, euer Aquarium neu zu starten oder zu vergrößern oder wie auch immer. Und da werden wir morgen den Stream machen. Ich denke mal, dass Claude wieder in der Anlage sein wird, weil wir haben uns eigentlich noch vorgenommen, dass wir ein paar Korallen wieder zeigen werden. Also ich werde von meiner Seite aus ein bisschen streamen. Ich habe auch übrigens heute Indonesien bekommen. Wir haben ganz viele Akroporen bekommen. Ich habe LPS, Euphilien und viele andere Sachen bekommen. Ich wollte eigentlich heute auf Twitch streamen, aber es war so viel. Ich hätte es nicht hingekriegt. Ich hätte viel zu lange beim Auspacken gebraucht. Deswegen konnte ich leider auf Twitch heute nicht streamen. Morgen wollte ich eigentlich Inboxing streamen auf Twitch, aber ich kriege es leider auch nicht gebacken, weil wir ein bisschen... wie soll ich sagen, Zeitdruck haben. Es haben sich morgen einige Kunden angemeldet und so weiter. Deswegen kriege ich es leider nicht so gebacken, wie ich möchte. Aber um 19.30 Uhr dann halt auf Facebook. Wir haben es, glaube ich, auch als Event gepostet. Müsst ihr einfach mal gucken. Da könnt ihr kostenlos teilnehmen. Ich glaube, bis jetzt sind schon 120, also
ich glaube, um die 80 Interessenten und ich glaube, über 30 Leute haben zugesagt. Meist aber so, dass die Interessenten dann an dem noch reinkommen. Also ich denke mal, dass wir über 100 morgen an Zuschauern da haben werden. Und wir haben auch ein Posting gemacht mit einer E-Mail. Das bedeutet, ihr könnt, da müsst ihr mal gucken, ich habe die jetzt nicht im Kopf, wie die heißt, für die, die Newsletter bekommen haben oder halt in diesem Event einfach reingucken. Da seht ihr dann eine E-Mail, da könnt ihr Fragen hinschicken und ihr könnt auch morgen, wenn ihr möchtet, live mit in den Stream kommen. Also wir haben das diesmal so, dass wir tatsächlich im Hintergrund eine Regie haben. Unser Lumi ist wieder dabei und wir machen das über Skype. Also wichtig ist, dass ihr Skype habt. Und dann werden wir euch wahrscheinlich in den Stream auch reinholen können, wer das möchte. Hallo Patrick. Ja, wir haben es als Veranstaltung sogar geteilt. Ihr findet es auf der Seite, wo ich gerade streame, oben fixiert. Da könnt ihr das sehen. Ich habe es auch beworben. Daher kommen immer wieder neue Leute rein. Ich glaube, es wird ein sehr schöner Stream morgen. Ja, und für die, was wir noch geplant haben, wir haben ja auch Nano-Aquarien. Und bei den Nano-Aquarien ist es so, da werden wir tatsächlich auf Twitch mal so eine Dreier-Nano-Konferenz machen. Da werden wir über Nano-Aquarien reden. Das habe ich noch geplant. Da müssen wir gucken, wie ich meine zwei Lieblinge zusammenbekomme. Das werde ich dann mit der Sandra machen und dem Lumi, also dem Flori. Der hat nämlich auch ein Nano-Aquarium, das bauen wir gerade auf. Und wer da Interesse hat, das werde ich noch bekannt geben, da werden wir auch mal so eine Dreierkonferenz machen und unsere Nano-Aquarien so ein bisschen zeigen. Also sowas hier, ja, das ist ja, wie gesagt, ich habe ein 80er Nano-Becken, hat momentan auch so ein bisschen Problemchen gehabt. Ich habe so ein paar Goldalgen drin, ich hatte auf einmal Phosphat, keiner wusste so richtig warum. Und ja, so kann das dann auch passieren. Also auch wenn man beruflich das Ganze macht, kann man immer mal wieder Problemchen bekommen. Ja, wenn ihr auf jeden Fall zu mir ins Geschäft kommt, wir haben auch ganz seltene Fische bekommen. Selten zählt ja mittlerweile schon Schelm und Rostratus, die sind gekommen. Dann haben wir Goldstirn-Brunnenbauer bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so ganz blaue Brunnenbauer mit goldenem Kopf. Die sind gekommen. Dann haben wir Krabbenaugengrundeln bekommen. Wir haben es mal wieder versucht. 10 Tiere sind da. Die werde ich noch ein bisschen im Auge behalten, weil diese Krabbenaugengrundeln sind Futterspezialisten und wir haben halt auch in diesem, ja, wenn wir die im Shop haben, ihr wisst ja, da schreiben wir immer so ein bisschen was zu. Und da ist auch immer wichtig, dass ihr Fische, also Aquarien habt, die ein bisschen älter sind, damit ihr ja, genug Biologie für diese Tierchen habt. Also Krabbenaugengrundeln habe ich heute bekommen. Was habe ich noch bekommen? Pacanella-E-Barsche. Kennt ihr die noch? Die haben wir mal wieder bekommen. Dann haben wir einen interessanten Barsch bekommen. Pseudochrom, wie heißt er denn? Muss ich selber mal gucken. Es gibt einen Barsch, der frisst Acropora Strudelwürmer. Springeri heißt die. Ich weiß jetzt nur den ersten Namen nicht. Springeri, die Moselle. Hallo Richard, Ingo. Schelmon, Rotmeerdock, schwierig. Das Thema hatten wir heute erst. Andreas, vielen Dank für 100 Sterne. Wenn ihr halt einen dominanten Rotmeerdock bei euch in der Anlage habt, dann ist das echt schwierig, weil der Schelmon hat ja ungefähr die gleiche Körperform. Und daher kann es halt passieren, dass der dem ordentlich die Hölle heiß macht. Der einzige Trick, den man versuchen kann, aber das ist nicht garantiert, wenn ihr Fische bei mir holt, also ihr kommt dann nachmittags oder gegen Abend, verpacken wir den mit Sauerstoff und dann packt ihr das Tier ungefähr, hallo Nico, 2 Stunden nachdem das Licht aus ist, packt ihr die halt ein. Und meine Nudeln sind mittlerweile hier. Die sind jetzt aufgesogen mit dem Ganzen. Ich werde die jetzt aber nicht vor der Kamera essen, sonst wird euch wahrscheinlich anders werden. Die sind eh noch zu heiß. Also da musst du aufpassen, Rotmeerdock übt ja so ein bisschen Stress aus, weil sie meistens Chefs sind in der Anlage und ja, ein Schelmon stellt dann oft das Fressen ein. Also ich kann es dir leider nicht garantieren. Die Schelmon, die ich jetzt da habe, sind auch tatsächlich nur 3 Tiere, weil Schelmon ist für uns echt schwierig. Wir importieren ja nicht mehr selber. Ich kaufe die selber zu und bin halt immer so ein bisschen gezwungen oder gebunden dran, wie gut konditioniert diese Fische sind. Die, die ich heute bekomme, sind natürlich super. Ist klar, wenn ich nur 3 bestelle, kriege ich natürlich ganz tolle Tiere. Hätte ich 10 bestellt, dann wäre es wieder blöd gewesen. Ja, Kai, da hast du echt Glück gehabt. Ich glaube, es liegt halt so ein bisschen an dem Tier, was ihr habt, ob das sehr dominant ist oder wie auch immer. Daher kann ich es euch leider nicht garantieren. Zwergkaiser bei dir. Hallo Tibor. Wir haben heute auch einen Zwergkaiser bekommen, der auch sehr selten ist. Der ist auch schon im Shop eingefügt. Letztes Mal hatte ich einen bekommen, der hatte leider eine Verletzung, den habe ich tatsächlich nicht durchbekommen. Dieses Mal ist der richtig super.
Paracentropyge multifasciata heißt er. Der ist halt weiß und hat wie so ein Zebra das Muster. Zählt mit als Kaiser, der so planktonisch veranlagt ist, also nicht unbedingt an Korallen geht. Aber auch, also die Tiere, die ich bestellt habe, sind tatsächlich keine Anfängertiere, die wir heute bekommen haben. Ihr findet die schon im Shop. Dort habe ich halt den Importtag oder den Ankunftstag von heute angegeben. Wie gesagt, ganz viele Korallen. Also wir haben bestimmt jetzt 1000 Korallen in der Anlage. Ich kann da mit Fauna Marie nicht mithalten, aber ganz tolle Korallen. Wie gesagt, wir haben heute indonesische Euphyrien bekommen. Also das heißt, ihr bekommt Glabrescens-Arten mit 5, 6, 7 Köpfen, also keine Einzelköpfchen. Wir schneiden die auch nicht auseinander. Ich muss jetzt erstmal alle aufgehen lassen. Dann haben wir ganz tolle Goniopora bekommen. Auch so mit Orange-Tipp-Center habe ich auch letztes Mal schon gehabt. War ein bisschen schwierig. Diesmal sind sie schon aufgegangen. Dann haben wir Galaxia mal wieder bekommen, aber nicht solche, sondern solche Galaxia. Also wer etwas größere Korallen sucht. Achso, und weil ich Katza gerade sehe. Hallo Katza. Wir haben neongrüne Blasenkorallen bekommen. Also richtig knicklichtgrün nenne ich das immer. Also das leuchtet richtig fett. Und ja, siehst du, Katze, das ist dann halt so, eigentlich in der Natur sind die planktonisch veranlagt. Wahrscheinlich hat er sich es abgeguckt. Das gibt es ja auch sehr oft. Es gibt einige Kaiser, die sich das von anderen Tieren abgucken, wenn da einer zupft oder so. Und dann machen die das tatsächlich nach. Also in der Literatur gilt er als nicht so extrem. Kommt auch ziemlich tief vor, also kriegt man halt nicht so oft. Wir gucken mal, wie er halt ist. Ich bin ja sowieso immer der Meinung, dass... Moin, Sebastian. Ja, da siehst du viel, Patrick, da siehst du viel am Freitag. Ja, ich muss dir erstmal aufgehen lassen, Katze. Heute, also das sind solche Steine ungefähr. Hi, mein Schatz. Die waren jetzt wohin so weit offen. Die sind richtig knicklicht, hellgrün. Ganz hübsch. Zwei Tiere habe ich bekommen davon. Mal gucken, wie sie dann auf dem Bild aussehen. Ich werde vielleicht morgen im Stream was zeigen. Ich muss mal eben gucken. Bispinosa ist auch einer. Hallo, Marco. Bispinosa ist auch einer, der nicht ganz so extrem anstrengend ist. Also was wir halt, also was ich jetzt heute sehe, wir machen ja jetzt regelmäßig ICP und ich fülle das auch wirklich akribisch auf. Deswegen habe ich den Stream auch gestartet, damit ihr wisst, wir haben jetzt diese ICP total vorrätig. Es sind nicht viele, weil gesagt, ich Demel habe so gedacht, ja, was kostet so ein Test wahrscheinlich? Machen wir nur so 6 Stück oder so, hätte ich das gewusst. Also hätte ich gleich 20, 30 bestellt. Also ich werde wahrscheinlich nachordern, weil die ersten zwei ICPs sind schon rausgegangen heute. Aber wir haben tatsächlich ICP total vorrätig. Für die, also es war ja ein Riesenaufruhr. Ich habe das erste Posting gemacht, da hatte ich ja erst nur ein Beispielbild nehmen können. Ich hatte noch keinen Text, weil ich wirklich so schnell war, dass ich mich dann erstmal kümmern musste, irgendwie was Originales zu bekommen. Da habe ich dann... hintenrum habe ich dann halt das richtige Bild bekommen, das sitzt im Shop drin und den dazugehörigen Text. Und nochmal für die, Marco, vielen lieben Dank, 100 Sterne nochmal, Dankeschön. Wir haben jetzt auch den richtigen Text dahinter verfasst, lest euch das durch, wie gesagt, ihr findet das auf www.nautilus-aquaristik.de. Dann haben wir, müsst ihr auch mal schauen, wir haben eine Anleitung oder ein bisschen so einen Einblick in die ICP-Tests eingegeben. Schatz, wie heißt der Button? Ich habe es schon wieder vergessen. Dort könnt ihr das anklicken und könnt euch mal angucken, wie so ein ICP-Test funktioniert. Also wir haben euch da so eine kleine Anleitung geschrieben, ganz toll mit Bildern und so, damit auch die Leute, die das noch nie gesehen haben, auch mal so ein Bildchen sehen, wie so ein Auswertungsblatt und sowas aussieht. Und dieses ICP-Total... Ich weiß nicht, ob es Zufall war. Ich hatte einen Kunden, der hatte auch einen Rief-ICP eingeschickt und ja, danke schön, ICP-Fachberatung. Genau, den Button klickt ihr einfach an und dann könnt ihr ein bisschen lesen, wie zum Beispiel so eine normale ICP aussieht, was die uns sagt. Das haben wir auf der Nautilus-Seite, da könnt ihr mal so ein bisschen reinschauen. Und ja, also ich hatte das erste Mal dann bei einer normalen ICP tatsächlich so ein Total-ICP-Blatt vor mir liegen. Also ich habe es schon einmal gesehen, wie es aussieht. Ich hätte es mir eigentlich aufheben müssen. Ich muss mal überlegen, ob ich es irgendwo abgeheftet habe. Das ist wirklich Wahnsinn, was da alles drin steht von Salinitätslinien und hast du nicht gesehen. Und auch, genau, die ICP von Sandra haben wir da eingefügt. Und auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, über 95 Werte. Ja, hallo Julian, vielen Dank für 100 Sterne. Das ist immer sehr schön, ihr kommt in den Stream und haut 100 Sterne raus, Dankeschön.
Also dieser ICP Total, wie gesagt, guckt euch das an. Ich habe jetzt erstmal die Daten eingetragen, die ich von Fauna Marine bekommen habe. Da steht so ein bisschen was drin, was der alles kann, was der alles macht. Der kostet bei uns 35,10 €. Wie gesagt, ihr kriegt 10% so einen Fauna Marine Rabatt bei uns immer. Deswegen also nicht böse sein, dass wir manchmal Fauna Marine Produkte nicht in die Aktion nehmen können, denn wir haben es eigentlich immer als Daueraktion, alles was so Fauna ist. Ja, genau. Ja, morgen, wie gesagt, unser großer Stream, also wer jetzt zuschaut, morgen 19.30 Uhr machen wir wieder so einen Kooperationsstream mit Claude zusammen. Es geht von Aquaristik A bis Z. Ich versuche, dass es nicht wieder ausartet. Und wir versuchen auch beim Thema zu bleiben. Wie gesagt, Thema ist so ein bisschen für Einsteiger, ist für Fortgeschrittene, glaube ich, auch mal ganz interessant, so zu hören. Und in diesem Thema wird halt auch so ein bisschen dabei sein, wenn ihr mal ein Aquarium abgebaut habt, ihr zieht um, müsst es neu aufbauen. Also sowas können wir in diesem Thema mit integrieren. Deswegen A bis Z. Und dann haben wir halt immer wieder das Problem, dass ich Kunden, das hatte ich heute auch wieder, es kommen Menschen ins Geschäft zu mir, die dann da schon eine halbe Anlage irgendwie stehen haben und möchten dann von mir Beratung. Das ist manchmal wirklich schwierig, weil die schon gestartet haben und dann geht das irgendwie nicht voran oder du eierst an Punkt A bis B und C. Von daher hoffe ich mal, dass wir das morgen so hinkriegen, genau, Konzept tippern. Ich bin da heute nicht zugekommen, mir irgendwie Gedanken zu machen. Das wird auch morgen nicht der Fall sein, weil wir morgen Lebendtier packen. Wie gesagt, ich kann morgen leider nicht auf Twitch streamen. Wir müssen relativ schnell packen. Daher sehen wir uns tatsächlich erst morgen Abend um 19.30 Uhr. Ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Wer es noch nicht weiß, wie gesagt, wir haben das Ganze als Veranstaltung eingetragen auf unserer Seite. Und dann könnt ihr euch da gerne noch anmelden. Ist auch kostenlos. Ja, habe ich gesehen, Sebastian. Hast ja fett umgebaut. Ne? Ich habe es irgendwie bei Facebook, glaube ich, irgendwo habe ich es gesehen. Und ja, nicht schlecht. Ich esse mal ein paar Nudeln nebenbei. Ne? Heute war auch ziemlich hart. Also wie gesagt, sind einige Korallen gekommen. Ich versuche die Tage Fotos zu machen. Das ist halt immer nicht so einfach. Sebastian, wie weit bist du eigentlich von uns weg? Wie weit bist du von uns weg? Für dich lohnt es sich ja fast mal beizukommen. Ich habe auch gesehen, du hast noch richtig viel Platz in deinem Aquarium, oder? Dann sind die großen Korallen genau das Richtige für dich. Also ich habe lange keine großen Korallen mehr gesehen. Wir haben auch Akroporen bekommen, also ungefähr in den Höhen, der Durchmesser. Sind ein paar schöne Sorten dabei, bei manchen muss ich erst mal gucken. Nee. Kein Bäuerchen. Ich versuche hier mal dezent ein bisschen nebenbei zu essen. Also ich denke mal, die 100 werden wir morgen knacken. Ich denke mal, so 120 Zuschauer werden wir bestimmt wieder dabei haben. Ja, wie gesagt, und ihr habt die Möglichkeit morgen, auch wenn ihr Bock habt und ihr habt, es war noch ein bisschen altbacken, bei Skype haben wir heute nicht mehr so viele. Dann könnt ihr mit in den Stream kommen. Es muss ein bisschen koordiniert sein, das heißt, ihr könnt euch über diese E-Mail-Adresse, die wir da hinterlegt haben, könnt ihr euch anmelden, wenn ihr Bock habt, weil wir müssen so ein bisschen flop planen. Du musst gesünder essen. Ja, stimmt. Vietnamesisch, mein Freund. Vietnamesisch. Sehr lecker. Hatte ich ja 2013. Das war richtig gut. Jetzt schreibt ihr so schnell. Ich muss erst mal gucken. Ich komme gar nicht hinterher. Das ist kein Plan, ist klar. Und dann an dem Mond zu Tode schön machen und teilen lassen. Ja. 350 Kilometer, mein Freund, das ist dann nicht so weit. Das geht schon. Ja, dann sind wir. Platz habst du ohne Ende, ne? Ja, ich weiß. Ja, vietnamesisch, da freue ich mich noch drauf. Leider gehen ja unsere Corona-Zahlen hier hoch. Also Sachsen ist gefährlich. Da müsst ihr im Ganzkörperanzug kommen. Wir haben hier die größte Inzidenz Deutschlands, glaube ich. Ich schreibe zu schnell, ich kann gar nicht mehr lesen. Warte mal, ich muss wieder. Da, Sandra, nein, Spaß. Ja, ich versuche, gute Manieren zu haben. Knapp 3 Stunden. Ja, das kann man ja mal timen. Das geht schon. Das ist doof hier, wenn man hier scrollt. Das ist auf dem Rechner schöner. Weil wenn es zu schnell durchgeht, kann man es nicht richtig
zurückdrehen hier das Ganze, deswegen gucke ich hier gerade. Essen, Lesen und Reden, zu viel für ihn. Nee, nee, wenn ihr so schreibt, das geht dann halt schnell durch da, ne? Aber außerdem, ne, Schatz, mit Stäbchen kannst du ja mal gar nicht essen, also ist das noch recht gesittet hier. Ja, da, Björn, hast du recht. Das ist schon krass da. Inzidenz 430 oder sowas haben wir gerade. Also volle Kanne. Der Petter, das müssen wir ihn fragen. Letztes Mal hat er ja mitgegessen. Da hat er Glück gehabt. Morgen kommt der Jens übrigens und holt die Schälchen wieder ab, die wir da hatten. Wir hatten ja ganz gutes Pulled Pork. Die Geschichte war sehr witzig. Hallo Raphael. Wir haben halt einen Kunden, Jens heißt er, der guckt auch immer hier Facebook und guckt auch bei Twitch mit und so weiter. Und der hat halt so ein, wie nennt sich's? Ich weiß den Namen jetzt leider nicht. Auf jeden Fall hat der so einen fahrbaren Smoker. Und wir haben dann immer aus Spaß gesagt, Mensch, du zeigst immer so schönes Essen und dies und das und wir dürfen es nicht probieren. So, und eines Tages dann, also an dem Tag, kam er halt in den Laden und hat recht brachte dann, also nee, er schrieb mir vorher, morgen hier Mittagessen, so 12:30 Uhr, ich bring was mit. Und wir so, ja, ja, mach mal. Und dann kam der dann den Tag mit so einer Box, die war 60 mal 50, also richtig so ein fettes Teil. Und da war ungelogen, das war bestimmt 2 Kilo Pulled Pork, so ein Dingen, noch so ein Papier, hat es vorher gesmoked her und dann hat er uns Burger mitgebracht, also Burger-Patties und alles Mögliche und Soßen und dies und das und jenes. Und dann hat er uns da echt so ein riesen Ding hingestellt. Das konnte er gar nicht essen. Also so viel war das. Wir haben da 3 Tage von gegessen. Und dann kam Patrick, genau. Stimmt, Patrick, du warst ja dabei. Ja, also da hätten noch 5, 6, 7, 8 Leute mitessen können. Das war so viel, was er darauf gehauen hat. Mobil Smoker heißt er, glaube ich. Und ja, Sebastian, ne? Ja, 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 mach mal. Und dann kam Patrick, genau. Und Patrick hatte allerdings ein bisschen Probleme mit der Schärfe. Der saß immer. Ich sage mal, möchtest du was trinken? Nein, ich will nichts trinken, weil dann wird es ja noch schlimmer. Ich weiß auch nicht, ich habe es nicht gemerkt. Aber Patrick hat sich immer geräuspert. Naja, aber es war ja nett. Also, ne? Also wir waren dann auch echt satt. Wir hatten erst so ein mit so einem Burgerbrötchen gegessen und dann habe ich noch ein bisschen Fleisch so gegessen. Das war sehr lecker, dann auch der Salat, den er gemacht hat. Und auf jeden Fall war es echt eine tolle Sache. Und morgen kommt der Onkel wieder und holt seinen riesen Teil da ab mit allem drum und dran. Du bist jetzt im Stimmbruch. Aber es war echt super lecker. Mobiler Smoker, den müsst ihr echt mal suchen auf Facebook und mal ein Like da lassen. Also super lecker, was der Mann gemacht hat. Und ja, ein sehr guter Kunde von uns. Immer sehr gern gesehen und macht immer Spaß, wenn er bei uns ist. Und ja, lecker. War echt mega. Vielleicht kommt er morgen auch nochmal vorbei. Genau, da ist der Link. Wenn ich mit Claude streame und nebenbei so ein bisschen was essen, Pulled Pork oder so, ist auch lecker. Ne? Essen so nebenbei im Stream macht ja auch keiner. Aber, nee, das war eine tolle Aktion. Nee, nee, das war alles richtig frisch gekocht und so weiter. Also nichts mit, also er hat gesagt, er hat alles selber gemacht, bis auf die Butter. Und was war es noch? Bis auf die Butter und die Barbecue-Soße, die dabei war. Aber die war super lecker. Also das war echt gut. Ja, also nichtsdestotrotz. Morgen 19:30 Uhr, merkt euch das, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ja, schaut mal auf unserer Seite vorbei. Da habe ich halt ein paar Fische hochgeladen, die jetzt aber erstmal noch ankommen müssen. Erstmal Futterfest. Ach ja, Philippinen-Doktorfisch. Glaucoparius Dr. Fisch haben wir mal bestellt. Weiß nicht, ob ihr die kennt, sind auch im Shop. Haben leider noch so ein bisschen doof Fotos. Wir daten ja alle unsere. Ja, das macht nichts. Das reicht noch. Ja, wir ändern jetzt teilweise die Bilder und so weiter, um das noch ein bisschen aufzuwerten, das Ganze. Und ja, schaut einfach mal rein. Wie gesagt, Korallen mache ich die Tage. Da ist auf jeden Fall auch so einiges im Shop und wenn ihr in den Laden kommt, ja, setzt euch eine Korallenbrille auf, weil es ist echt mega bunt bei uns im Moment. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. War ja nur ein kurzer Stream. Verbreitet das Ganze. Sagt den Leuten Bescheid. Morgen Abend 19:30 Uhr streamen wir dann professioneller und nicht beim Essen und so mit Claude zusammen. Vielen Dank.
Macht's gut. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss.